And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. iPod, 1,000 songs in your pocket. If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? So, da sind wir für der dritte Tag und der letzte Tag bei der Mac Expo. Wir machen ganz viele Interviews nochmal heute und wir wollten hier damit anfangen, das wirklich cool, wie ihr gesagt gesehen haben. Da sitzen die ganzen Kinder und gucken Thomas Berlin, der seine Demo macht. Ist wirklich geil. Letzte Tag ist ziemlich, hier ist die Hölle los. Es gibt viele Leute. Wir haben schon viele Flyers verteilt. Wir sind hier dabei nochmal mit unserer WM-T-Shirt. Ist nicht der gleiche, ich habe viel davon. Das ist nicht der gleiche. Und ansonsten würde ich sagen, wir fangen an einfach und sofort. Und wir fragen die Leute, ob die wissen, was Podcasting ist. Und vor allem, weil die meisten schon wissen, wie die das beschreiben können. Entschuldigung, Sie wissen bestimmt, was Podcasting ist, oder? Ja, sicherlich. Beschreibung? Online-Radio machen. Ah, das ist einfach beschrieben, das ist immer schwierig zu beschreiben. Und ein Podcast, wissen Sie, was es ist? Wahrscheinlich was mit euch, oder? Ja, das sicher, aber worüber? Über den Apfel natürlich. Ja, über Apple. Wir sind ein Podcast über Apple, dreisprachig sogar. Aha. Dankeschön. Sehr schön, danke. Tschüss. Okay, we're here with Eric Ullmann. I had to check your name, which is really professional, from Markspace. You guys are from Los Gatos in California, which is also the city from El Gato, our friends from the ITV. And first of all, just present a little bit the company, Markspace. Oh, certainly. Markspace has been around since 1990. Markspace has always made Macintosh software. Our first product back in the day was for sending text pages to alphanumeric pagers before there were cell phones. And that did very well. When the Palm OS devices came out and became popular with the Mac, we started making some software for those, some email software, terminal editor, very techy stuff. And then, of course, when the Sony Cliés came out, we made our first missing sync product. These Sony Cliés were handhelds running Palm OS that did not connect to the Mac out of the box, and we provided that connectivity for Mac users. And that has grown into several Missing Sync products, Missing Sync for Palm OS, Windows Mobile, PSP coming next week, and we connect all these devices now with the Macintosh and synchronize information. Okay. Maybe you can show us a bit what Missing Sync is about and maybe do just a little demo? Sure, I'd be happy to, that's great. I see you have different devices. Oh, we do, yes. We have a lot of devices. We have some Windows Mobile smartphones. We have a Palm Trio. We have the Sony PlayStation Portable. This is a really cool little device. It's a great game device. And we're going to be supporting this next week with the release of the Missing Sync for PSP. And that is going to copy not just like contacts and that sort of information to the device in the same way that we would to Windows Mobile or a Palm OS device, because the PSP doesn't do anything with contacts. It doesn't have a calendar application built in. And so we actually make web pages on the device that show contacts, that show bookmarks for browsing the web. The device has Wi-Fi. It's great for doing that. So on the Mac, you can choose the kinds of things, the kinds of information that you want to send. And we're here at a German trade show, Mac Expo, and we're looking at the German language version of our software, which sadly, being American, I can't read. But many of the things that we're doing are of course, on here. Web Snacks is this cool new feature that we have that downloads entire web pages to the PSP for offline viewing. So if you're sitting somewhere, if you're on a train, you don't have Wi-Fi, but you want to read the latest blog entries, you can do that on the device with this Web Snacks feature. Very cool. The Missing Sync for PSP also transfers videos down to the device, and it encodes the videos and scales the videos so that they fit properly on the PSP screen. Our software does not take DVD movies off DVD because that's illegal. We've heard there are ways you can do that, and I think that a DVD movie only takes up about 500 megabytes in the best quality for 2 hours, so that's pretty cool as well. Addresses, contacts, all that stuff goes onto web pages. We're also syncing memos from a Markspace notebook application, and this lets the user have any kind of text memo, a graphic memo, it could be URLs so they can get to when they have a Wi-Fi connection. And of course, any of the calendars in iCal, address book, we're sending down to the device.
Now we do this also with the Palm OS devices and the Windows Mobile devices. Our Missing Sync for Windows Mobile is very popular. I think Windows Mobile devices are perhaps a little more popular here in Europe than they are in America. Oh, really? Yeah, well, in America we have all these Palm devices because the carriers like them. They have GSM, they have non-GSM, and they I think they have a Windows Trio now too. Actually, Palm has released a Windows Mobile Trio. And things like BlackBerry are more successful in the US. Yeah, that's right. BlackBerry, of course, is something we really want to support, and we're looking at that very closely. The Trio, I think, is a great all-around device. If you're looking for a device that does email, the BlackBerry is it. It's just nothing is better than that at this point. I saw that you also support podcast synchronization for the PSP, for example, which of course is for us really interesting. Absolutely, yes, we do support podcasts. In fact, the PSP can handle MP3 or AAC audio. And what we do for that, and in fact I can show you on here, maybe even with our Palm OS product because it's similar, is what we can do with Markspace Conduit for iTunes on here. On the PSP product, we call it iTunes and Podcasts. But this actually connects right into iTunes, and it looks at our playlists that we have in iTunes. And here we can select podcasts, and they'll automatically download to the device. Every time we sync, those podcasts will be updated, so that if the user's somewhere, they have a few minutes to kill, they can listen to the podcast right where they are. Cool. What about Tiger and Universal Binary? I know you had to work a bit on Tiger, I think. And what was also, how much effort did it involve, this old Universal Binary? Because you had two works to do. One's Tiger, but you told me it's easier now. And two Universal Binaries. Great question. Tiger has some new technologies for syncing that Apple introduced. They have a new centralized database that they call Sync Services. And this technology allows us to go through to this database directly. Now, lots of programs and services can sync with Sync Services. .Mac is an example. Address Book is an example. iCal, these all sync with Sync Services. And by going to that database directly, we're able to share information with our devices with any other program that uses Sync Services. So if you sync with .Mac, if you sync with Address Book and iCal, if you sync with a Palm OS, Windows Mobile device, a PSP, Microsoft Entourage now supports Sync Services. So we've done some work for that, and it does make syncing a lot easier for us. It was a lot of work up front, but now we can use this technology across all of our product lines. For Universal Binary, that was also a lot of work for us, very much so on the Palm product, because Palm is very special. We can't just bring out new technologies for the Palm. Palms have been used on the Mac for 10 years now, and so there are existing conduits that we must be able to support. That means that for us to go to a Universal Binary application, which we are, this version of our software right now, 5.1, is Universal Binary. For us to go to this, we still had to do a lot of work to be able to support the old non-universal conduits. So pieces that we don't make are not universal, and we had to be able to run those in a universal environment. So it was a lot of work. Also, anytime you're working with devices over USB, that can mean work too when you're going to a universal application. Device drivers changed quite a bit. So it was a lot of work. We have the Missing Sync for 5.1 is now universal. The Missing Sync for PSP is universal when we ship it next week. And the Missing Sync for Windows Mobile will be universal in about 1 month. Last question. Let's say I'm a geek and I have all those devices. I still need different programs, I guess. Is there like kind of a bundle or whatever? Yeah, that's a great question. You would need all these programs to synchronize. If you have a PSP and a Windows Mobile device, you need these different programs. Because I really imagine there are more people than we think that have all those devices. We love the gadget. I mean, we're all gadget geeks. Everyone that works at Markspace is a gadget geek. If you're not, you don't get hired. But For our users, they can go to our website, and we have a cross-grades and upgrade page. So if you own Missing Sync for Palm OS, which is normally $40 US, you can purchase the Missing Sync for Windows Mobile for only half price, $19.95 US. So we do try and take care of our customers and help reward them for their loyalty.
You've been here for, well, so which makes me think it was not the last question, the last one, but this one is really the last one. You've been here for 3 days and you've seen here the Mac Expo. Today there are much more people, like it seems like there is 2 times more people. What's the feedback you get from the customers? Oh yeah, this is great. Today is wild. Today is very crazy. It also seems to be family day here at the show. We have lots of families here, and that of course changes the questions that we get. We have an equal number of customers coming up who already use our software, who say, you know, hey, great, when's the new version coming out? And we have also an equal number of people saying, I've never heard of you before. You mean I didn't have to sell my Windows Mobile phone? I can connect it to my Mac? So that's been great, and the show has been really very good for us. Okay, thank you for the interview, and wish you you guys luck for the rest, and also for all the adaptations you have to do when Apple is changing something. Thanks so much for having us on Palmcast. We really appreciate it. Bye-bye. Entschuldigung, Sie wissen bestimmt, was ein Podcast ist, oder? Ein Podcast. Ja, weiß ich, ja. Ja, eine Beschreibung davon? Schwierig. Ja, das, wenn Sie selber eine Sendung im Prinzip machen und auf den iPod bringen. Okay. Und wissen Sie, was ein Podcast ist? Nein, das weiß ich nicht. Eine Idee? Hä? Eine Idee? Was es sein könnte? Ja, scheinbar, ja. Die Kombination von iPod und Mac ist, entspricht dem Apple und... Ja, das ist ein Podcast über Apple. Und Apple. Ja. Aber wir sind auch dreisprachig, das ist auch... aber das ist ein Podcast über Apple. Dankeschön. Ja, bitte. Tschüss. Okay, ich bin hier mit Ingo von Mac at Camp, also ein Mac at Camp Angel und vor allem der Netzwerkspezialist bei der Mac at Camp. Der wird uns erzählen, wie das ungefähr aussieht bei der Mac at Camp und wie viel Kilometer lange müssen wir alle Kabel müssen wir alle tragen. Hi Staff, also Netzwerk soll auf Mac at Camp wunderbar funktionieren. Soll über WLAN funktionieren, auch im Rechnerraum über Kabel. Die Netzwerkleitungen sind alle da, also maximal 5 Meter sollten ausreichen. Okay. Und wenn es nicht funktioniert, dann bist du derjenige, der auf die Fresse kriegt, oder? Ganz genau. Dann bin ich der, der nicht mehr da ist. Der Erste, der abreißt. Okay, aber wir müssen nicht unbedingt jede mit unserer 40 Meter lang Netzwerkkabel nehmen. Nein, eure Analog-Modem-Leitung könnt ihr zu Hause lassen. Okay. Und ISDN ist sowieso nicht da, also... Ja. Wie sieht's aus hier mit dem Feedback von den Leuten, mit den Leuten, die schon kommen oder die jetzt angemeldet sind? Ja, also Feedback ist wunderbar, vor allen Dingen jetzt kommen auch mehrere jüngere Leute. Und wird einfach nur wunderbar werden. Okay. Und für der Festplatte von meinem Powerbook kannst du nichts mehr tun, oder? Nee, die ist hin. Weil der macht Klick, Klick, Klick. Ja, auseinandernehmen, neue Platte einsetzen und dann hoffen, dass es wieder funktioniert. Ja, das ist schon eine bessere Antwort als Apple. Ich hätte von Apple eine Antwort gekriegt, MacBook kaufen. Kannst du natürlich auch machen, wenn du das Geld hast für ein MacBook, dann kaufst du ein MacBook. Genau, ich bin Podcaster, ich bin Millionär. Okay, danke schön. Wir sehen uns auf jeden Fall in wie viele Tage jetzt? Oh. 50 ungefähr, ja, sagt der Kameramann von der anderen Seite. Ja, ungefähr 50 Tage. Ja, und Ende Juli. Und das wird genauso warm sein wie hier, oder? Na, mindestens. Wollen wir hoffen. Ja, jetzt wird das Wetter schön, beim Camp wird das Wetter noch besser. Ja, und bis dahin sind wir Weltmeister, oder? Mindestens. Und ja, genau wie der... Kannst wir du das wieder schaffen? Hamburg. Genau. Go! Go! Wenn Sie dieses Gerät verwenden möchten, stecken Sie es während des Suchvorgangs nicht ab. Möchten Sie dieses Gerät verwenden? Ja oder nein? Ja. Andere Buch haben wir das gut in Englisch übrigens. Ah, okay. Ja. Ja? Ja. Ja. So. Und jetzt? What have we got? Jetzt müssen wir mal ein echtes Instrumentenspur mal einrichten in GarageBand. Okay, also echtes Instrument, ich gehe auf echtes und dann, was mache ich da, was ich dann mache? Wir selektieren den Eingangskanal 1 und ja. Den Monitor. Willst du dich auch hören, wenn du spielst? Damit ich mal hören kann. Ja. Okay. Probier mal. Weiß ich, ah, there it is. Ah, sehr schön. Das ist auch die einzige Tonart, die du spielen kannst, stimmt's? I'm saying nothing. Okay. Hey, sorry, but it's getting near the time, isn't it? It's like, yeah. Soll ich den Einzähler geben, Paul? Becker. Yeah. But you have to turn me up, man. It's too loud. This is
real-time processing. Ne? Der trockene Gitarrensound geht rein in der Mac und was rauskommt, ist eine reinrassige distorted Gitarre. Real-time processing heißt eigentlich, er spielt gar nicht. So, ich bin hier mit Thomas Weiß von MacNews.de. MacNews.de kennt ihr alle, auf jeden Fall. Seit wann existiert ihr bei MacNews.de? Weiß ich nicht. Ja, du warst nicht dabei damals. Nee, ich war nicht dabei. Ich bin jetzt erst seit einem Jahr bei MacNews. MacNews hat relativ früh in dem Markt schon angefangen. Aber also wie gesagt, ich bin letztes Jahr erst dazugestoßen, erst als Praktikant und dann als Volontär. Ja. Und alt ist MacNews, aber frisch. Aber frisch, genau. Also MacNews ist jetzt wirklich, wie einige Leute nicht sich vorstellen kann, aber stimmt, sehr professionell, sehr, sehr professionell, oder? Ja, also bei uns arbeiten jetzt 4 Redakteure und Redakteure, die vorher bei professionellen Zeitschriften waren. Wir versuchen auch, die News so professionell wie möglich zu schreiben und ja. Ja. Und dazu habt ihr so einen Service, der MacBay heißt. Was kann er anbieten? Nee, also der Service und die News sind voneinander getrennt. Ja. Wir arbeiten redaktionell auf der einen Seite und dann haben wir Programmierer, die eben auch diesen Service anbieten. Dieser Service, die meisten kennen .Mac. Es ist ein bisschen wie .Mac, aber wir haben schnellere Server. Wir haben die Server in Deutschland. Was allerdings nicht schwierig ist. Was allerdings nicht schwierig ist, genau. Ja, und ja, und sonst? Wolltest du noch was sagen? Ja, wir machen eben dasselbe, wir synken und bei uns läuft es relativ zuverlässig und schnell und ja, von .Mac kann man es im Moment jetzt gerade nicht mehr haben. Ja, also man kann wirklich einfach sagen, dass wir immer noch nicht verstehen, warum es so langsam bei .Mac ist. Es kommt vielleicht einfach davon, dass die Amis immer noch Probleme mit Localization haben und die teilweise vergessen, dass es gibt ein anderes Land als USA, aber naja. Ja. Was wollte ich noch fragen? Ja, genau. Gibt es etwas Neues bei MacNews bald, die in die nächsten Tage kommen? Eine neue Website, oder? Ja, also wir sind jetzt da mit einem Stand in ganz anderen Farben. Wir hießen bisher alles auf Deutsch und in Rot. Und das heißen wir jetzt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was heißt man denn jetzt? Aktuell und sowas. Hier sieht man das neue Design im Hintergrund. Wir sind im Moment dabei, das umzusetzen. Die Programmierer sitzen schon dran, der Grafiker hat alles gezeichnet und wir werden diesen Sommer, ich denke im Juli, mit dem neuen Design an den Start gehen. Und ja, es wird alles ein bisschen neu und ein bisschen frischer. Und ja. Aber bleibt alles auf Deutsch, oder? Es bleibt alles auf Deutsch und es bleiben auch im Großen und Ganzen dieselben News. Wir werden einfach das Design auffrischen und vielleicht auch nicht mehr alles so tick, tick, tick untereinander machen und einfach ein bisschen zeitgemäßer. Ich muss sagen, ich bin super überrascht, wie groß Ihre Booth ist hier. Also ihr seid hier super wichtig, man kann euch nicht verpassen. Vor allem, es gibt hier Kaffee, von daher setzen sich alle. Wie war der Feedback hier von diesen 3 Tagen von den User? Ihr kriegt sehr wahrscheinlich tausende Leute, die kommen und sagen, ey, MacNews, toll, was ihr macht. Wir haben viele Leser, die kommen und die dann sagen, Mensch, Redesign, wann kommt es? Wir sind so gespannt. Aber wir haben jetzt dieses Mal versucht, einen Stand aufzubauen, wo die Leute eben Kaffee trinken, wo die Leute miteinander reden können. Selbst die Apple-Chefs sind hierher gekommen und haben hier mal einen Kaffee getrunken. Und ja, wir haben einfach Spaß, mit den Leuten jetzt zusammensitzen und ein bisschen zu reden. Und das ist das, was wir vorhatten. Wir wollten jetzt nicht groß mit großen Singen an den Start gehen, sondern einfach, wir suchen die Kommunikation und wollten uns so jetzt auch präsentieren. Wie sieht's aus, der Tag von einem Redakteur bei MacNews.de? Ach, bei MacNews, das hängt von Woche zu Woche ab, weil wir machen, um 8 Uhr sind bei uns die ersten Nachrichten drin, Guten Morgen Ticker nennt sich das, und da muss dann immer ein Redakteur morgens um 8 aufstehen. Quatsch, um 8 müssen die Nachrichten drin sein, um 7 aufstehen. Und das heißt, wir schreiben sie auch wirklich morgens, und wenn ich das machen muss, dann kriege ich zu Hause aus dem Bett, Computer steht unterm Bett, ich habe ein Hochbett, kriege ich da so runter, setze mich hin und tippe dann eben die ersten News bis 8 und dann habe ich ein bisschen mehr Zeit und gehe dann irgendwie im Laufe des Vormittags ins Büro. Wir haben ein hübsches Büro in der Mitte von Berlin, da kann man auch mal vorbeigucken und sich das anschauen. Das ist bei den Hackischen Märkten und ja, da sitzen wir dann mit den Programmierern, was ganz gut ist, wenn ich was nicht weiß, kann ich bei denen mal nachfragen. Ja.
Aber eine News zu schreiben morgen, das geht besser als eine Podcast aufzunehmen, weil die Stimme morgen ist immer so. Ich habe versucht, das geht nicht. Halt so halbwegs morgens, ja. Also um 9 geht es dann besser. Ja. Und dann um mittags ab 4 geht es dann wieder schlechter. Bei Sachen wie Macworld oder Keynotes oder sowas, ihre Server müssen schon, also die MacNews.de Server müssen schon so relativ gut angegriffen sein. Das muss relativ stark sein. Wie macht ihr das? Bei MacNews, ich glaube, das ändert sich nicht der Design. Ihr bleibt ein ganz normales Design. Ändert sich. Ach, schon auch so in Light. Wir haben zwar zwei Programmierer da sitzen, denen wir dann vorher Bescheid sagen müssen, wenn wir, also wenn eine Keynote oder sowas angekündigt ist, den sagen wir dann, Leute, da müsst ihr dann da sein. Ja. Und dann sind die zwei Programmierer da und gucken sie zu zweit nach den Servern, ja, und stellen dann das Design um, wenn die Last zu groß wird. Ja. Okay, danke schön, das war auf jeden Fall cool. Ja, ich denke dir für den Kaffee. Dann trinke ich gerne noch einen, weil das wird schwierig am Ende. Und weil heute zum Glück ist es eine Uhr früher aufgehört. Und du kannst du uns schon vorher, oder Pomcast, weil du auch halb französischsprachig bist, sozusagen? Ich kannte euch früher und ich muss auch alle Podcasts hören. Pomcast ist schon richtig. Alle Pomcasts kenne ich gut. Alle vier. Das ist extra so gemacht, dass wir Pomcast, die meisten Leute reden nicht mehr über Podcast, sondern über Pomcast. Ja, das finde ich toll. Okay, danke schön. Tschüss. Entschuldigung, wissen Sie, was ein Podcast ist? Oder wissen Sie? Ja, ja. Was ein Podcast ist? Ja. Eine Beschreibung? Bitte? Eine Beschreibung davon. Ein Podcast ist eine Nachrichtensendung im Internet. Ja, einfach beschrieben. Und wissen Sie, was ein Podcast ist? Nee. Eine Idee? Nee. Das ist ein Podcast über Apple, nur über Apple, deshalb Pomcast, wie Pom auf Französisch. Und das ist dreisprachig. Bitteschön. Super, danke. Tschüss. So, ich bin hier mit Thorsten Lemke von Lemke Software, das ist einfach zu erkennen, von Graphic Converter. Ich hatte mit dir gesprochen, damals zweite oder dritte deutsche Sendung. Wir hatten uns schon mal bei der Apple Expo Paris gesehen. Was ist seitdem passiert für Graphic Converter? Ja, seitdem, Grafikkonverter ist vor allen Dingen Universal Binary. Dazu auch Cadintosh ist inzwischen ja auch Universal Binary. Dann habe ich den Grafikkonverter auch deutlich weiterentwickelt, sind neue Funktionen dazu gekommen. Ja, apropos Universal Binary, das ist ein interessantes Thema. Bei dir war das, wie schlimm war das, wie schwierig war das? Ich weiß, dass du immer noch in CPM war und du musstest zu MacO umsteigen oder sowas in der Art. Ja gut, das Aufwendigste war natürlich erstmal die Umsetzung auf das Xcode, aber nachdem das lief, dann ging es eigentlich relativ gut. Was eben nur dabei ein bisschen hemmt, dass Xcode gegenüber dem Code Warrior deutlich langsamer in den ganzen Turnaround-Zeiten ist. Ja. Du hast immer noch mit Code Warrior gearbeitet? Ja, weil es einfach schneller ist. Ja klar, und das ist ganz klar. Und tja, jetzt musst du so oder so mit Xcode leider sozusagen. Was wollte ich noch mal fragen? Ja, du hast aber trotzdem immer noch es ist unterschiedlich wie bei anderen Programmen, wo du immer noch eine Universal Binary Version hast, aber immer noch parallel eine PowerPC, oder? Ja, genau, einfach weil die normale X-Version dann auch ab 10.1.5 läuft, weil viele Kunden haben also zum einen entweder noch macOS 9 oder auch ältere 10er Systeme. Und die Universal Binary setzt bei mir 10.4.4 voraus. Und du wirst das so weiterentwickeln, parallel? Ja, auf jeden Fall, weil die Kunden, nicht jeder Kunde wird sich jetzt 10.4 kaufen oder weil es auch der Rechner ja nicht unbedingt hergibt. Okay. Wir haben nicht so viel eigentlich über die andere Produkte gesprochen. Und zwar gibt es nicht nur Graphic Converter bei dir, sondern Cadintosh, oder? Ja, es gibt zum einen Cadintosh, das ist ein 2D-CAD-Programm. Sowohl für professionelle Nutzer als auch für den Heimanwender, der zum Beispiel sein Haus umgestalten möchte oder neu umzieht oder so, der kann damit einen Grundriss wunderbar konstruieren, Möbel hin und her rücken, ist ein Beispiel. Und vor allem Cadintosh ist jetzt auch Universal Binary, also auch optimiert für die Intel Macs. Die weiteren Produkte sind noch Fontbook, um Übersichten über seine Schriften zu erzeugen, und dann der Snaps Cleaner, um Fotos zu bereinigen in Bezug auf die Metadaten. Ich sehe, dass du hier eine MacBook Pro hast. Ja. Wie bist du davon zufrieden? Also, ich bin sehr zufrieden. Es gibt kein Fiepen oder ähnliche Probleme. Läuft wunderbar. Von der Geschwindigkeit? Ist auch in Ordnung. Ja, also in Ordnung, aber du meinst so viel schneller. Reality Distortion schon. Ja. Also ich meine das mit viermal schneller. Kommt immer drauf an, was man macht. Also,
Also jetzt natürlich teilweise gerade so Grafikoperationen sind wirklich merklich schneller gegenüber dem alten Powerbook, was ich hatte. Graphic Converter ist natürlich für Leute, die etwas mit Grafik zu tun haben oder Foto zu tun haben. Was denkst du von diesem neuen Glossy Display bei den MacBooks? Ist das für deine Kunden ein Problem? Beziehungsweise ein Vorteil? Ja, das hängt wieder ein bisschen von der, was man damit macht, aber ich hatte sie mir auch angesehen, die neuen Displays. Wenn man jetzt in einem wirklich abgedunkelten Raum arbeitet, sind die sicherlich klasse, aber mit viel Umgebungslicht kann es sehr doch wirklich Probleme bereiten, das Ganze. Über Graphic Converter gibt es auch ein Buch. Wir hatten darüber nicht wirklich gesprochen im Audio-Podcast. Vielleicht kannst du ein bisschen erwähnen und eventuell auch zeigen. Ja, es gibt jetzt sogar zwei. Es gibt einmal das normale Handbuch dazu, also das Referenzbuch. Sehen wir auch so, ja. Das hat 380 Seiten und da werden wirklich alle Funktionen des Grafikkonverters sehr ausführlich erklärt. Und dann haben wir jetzt ganz neu zur Messe gedruckt die Workshops. Das sind ja 12 Workshops mit Praxisbeispielen, wie man bestimmte Aufgaben erledigen kann mit dem Grafikkonverter. Nochmal zur Erinnerung, weil das ist wichtig, seit wie vielen Jahren gibt es Graphic Converter noch? Seit 92. Seit 92. Ich glaube, da hast du einen Rekord, oder? Hast du im Kopf andere Programme, die immer noch heute leben und die seit 92 gibt? Weil ich habe keine. Sie sagen ja doch, wenn man sie hier so Rektam oder so sieht, die gibt es auch schon entsprechend lange. Stimmt, ja. Auf jeden Fall ein guter Rekord. Dankeschön, dass du bei uns warst. Noch einmal Audio, Video und wir sehen uns übrigens bei die MacAdCamp. Du bist dabei, oder? Ja, ich bin dabei. Hast du einen Workshop schon vorbereitet? Muss ich noch machen? Wie ich? Ja, gut. Okay, dann wie der Christian Hankel immer sagt, wir sehen uns in Naumburg. Ja. So, ich bin hier mit Ragtime und mehr genau mit wer? Thomas Götze. Von der Firma Ragtime. Ich bin Produktmanager der Firma. Oh, gut. Dann wollen wir ein bisschen über Ragtime sprechen. Wie gesagt, ich muss bestehen, ich kenne Ragtime nicht so gut. Allerdings ein Kollege von mir, der HP Troll heißt, der hat mich immer darüber gesprochen. Der hat gesagt, du musst ein Interview machen. Letztes Jahr war ich hier. Und der hat gesehen, dass ich zufällig so 2 Sekunden gefilmt habe. Und der hat gesagt, wie unverschämt, du musst unbedingt eine Demo zeigen. Ragtime gibt es seit viele, viele Jahre, oder? Ragtime gibt es seit 1986. Das ist damals von Kai Brünning und Thomas Ewert gemacht worden. Das sind beides Apple-Promotoren gewesen, die sich auf der Hannover-Messe, hieß das damals noch, bevor es danach CeBIT hieß, getroffen haben. Und sie haben sich überlegt, wie sie ein Programm machen können, wo man Texte und Tabellen in einen Teil reinkriegt. Man hatte zwar ein MacWrite und man hatte ein Excel, aber beide Sachen waren getrennt. Und Ragtime war ein Programm oder sollte ein Programm werden, wo beide Sachen auf einer Seite sind. Und das ist immer noch der Hauptvorteil von Ragtime. 86, das heißt, welche Version von macOS war das damals ungefähr? 1986? 1.0. Ragtime ist damals auf einer Lisa programmiert worden. Das war dieses riesengroße Ding. Für, ich glaube, 40.000 Mark gab es damals hier. Und die Entwicklung war halt eben auf der Lisa, weil es keine Entwicklungsumgebung für den Macintosh gab. Und der erste Rechner, den wir hatten, der Ragtime gezeigt hatte oder wo man Ragtime drauf laufen lassen konnte, war ein sogenannter Fat Mac. Der hatte 512 Kilobyte RAM und ein halbes Megabyte RAM und ein kleines 9 Zoll Videoteil und das war schon irre, was damals auf diesen kleinen Maschinen ging. Ja, das ist interessant und vor allem, wie gesagt, Programm, die seit so viele Jahre gibt es nur Adobe, Microsoft, Quad und Thorsten Lemke natürlich auch. Oh ja, Thorsten Lemke hat davon gesprochen. Thorsten Lemke kenne ich auch schon eine ganze Weile und wir gehen schon eine ganze Weile nebeneinander, was die Entwicklung zusammengeht und ich freue mich. Okay, dann wollen wir erstmal eine kleine Demo davon sehen und dann kommen wir noch zu ein paar Fragen. Okay, dann zeige ich kurz, wie Ragtime funktioniert. Das Besondere an Ragtime ist, dass man auf der Seite arbeitet. Das heißt, es gibt keine Vorschau oder so etwas, sondern man arbeitet direkt auf der Seite und man macht das, indem man Rahmen aufzieht. Das heißt, ich gehe hier hin, ziehe einen Rahmen auf und in diesem Rahmen kann man verschiedene Sachen machen. Man kann dort zum Beispiel eine Tabelle hineintun, eine Tabellenkalkulation. Ich habe ein besonderes Dokument vorbereitet. So. Das ist hier, auf dem schon ein paar Rahmen drauf sind. Man könnte einmal in diesen Rahmen direkt selbst hineinschreiben, was aber auch nicht uninteressant ist, wenn man Elemente von anderen Programmen bekommt, dass man die dann in Ragtime hinein importieren kann. Und das haben wir hier vorbereitet mit einem Word-Dokument, das ist hier. Ich nehme mir das Dokument, schiebe das hier herüber, ich schiebe es
jetzt herüber in diesen Rahmen hinein. Und jetzt kann ich dieses Word-Dokument mit den Schriftformaten und den Absatzformaten konvertieren und hier hineinlesen. Das ist jetzt hier drinnen. Es ist natürlich mehr Text, als in diesen kleinen Rahmen hineingeht. Und dann tut man einfach das, was man in einem vernünftigen Layout-Programm macht. Man verbindet mehrere Rahmen miteinander, einfach so. Und dann fließt der Text von einem Rahmen in den anderen, so wie man das von einem richtigen professionellen Layout-Programm gewohnt ist. Der zweite Punkt ist, man möchte natürlich Bilder in seinem Dokument drin haben. Bilder können auf die gleiche Art und Weise hineinkommen, nämlich einfach nehmen, hier reinschieben und fallen lassen. Man kann aber genauso gut einfach seine Digitalkamera anschließen und über das Programm Digitale Bilder, was bei dem Macintosh dabei ist, wird dann der Inhalt der Kamera gezeigt, man wählt das Bild aus, was man haben möchte und es ist drin. Oder man kann einen Scanner anschließen und das Bild direkt hier hineinscannen. Das ist das, was normale Layout-Programme machen, nämlich Texte und Bilder miteinander integrieren. Das Besondere an Rectem ist das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass es auch Tabellenkalkulationen gibt. Wir können also genauso wie Word und Word-Texte und Bilder, können wir ein Excel-Dokument nehmen. Nein. Es ist schwierig, mit diesem Board richtig zu arbeiten. Er will es nicht. Jetzt ist es drin. Und jetzt kann ich es mit Formeln und Formaten konvertieren. Das Besondere an Rectem ist, dass hier eine Tabellenkalkulation drin ist. Das heißt, ich kann mit diesen Formeln wirklich was anfangen. Die Daten werden eingelesen und jetzt habe ich hier eine Tabellenkalkulation drin, wo hier unten in der Zelle eine Berechnung stattfindet. Es gibt hier ein Formelfenster, hier wird ein Mittelwert berechnet und es gibt eine sehr große Liste mit Funktionen, die ich verwenden kann, um in Rectem Berechnungen anzustellen. So, ich mache das zu. Diese Zahlen möchte ich natürlich auch irgendwie in einem Diagramm darstellen. Dazu nehme ich mir einen anderen Rahmen, diesen hier. Und Sie sehen hier oben, dieser Rahmen hat keinen Inhalt. Ich kann hier wählen, welchen Inhalt mein Rahmen haben sollte. Und in dem Fall ist es eine Infografik, das heißt, ich habe eine leere XY-Achse. Ich nehme mir die Zahlen, die ich darstellen möchte und schiebe sie einfach hier herein. Bekomme jetzt eine Galerie mit jede Menge Diagrammtypen, die ich verwenden kann, um diese Zahlen darzustellen. Ich nehme einfach eine 3D-Grafik, zack, und habe jetzt die Daten hier drin und kann jetzt dieses Ding nehmen und live drehen und so weiter. Ich habe hier ein größeres Dokument, wo ich schon mal mehrere Sachen zusammengebaut habe. Und dieses Dokument kann ich jetzt auf vielerlei Arten und Weisen ausgeben. Ich kann es natürlich auf dem Farb- oder Schwarz-Weiß-Drucker ausgeben. Ich kann es als PDF abspeichern, auch über den Acrobat Distiller, auch farbsepariert, dass man es richtig professionell drucken kann. Ich kann es als HTML-Seite ausgeben, richtig mit Tabellen und allem. Oder aber ich kann es, wenn ich kein Slideshow-Programm habe, es auch einfach als Diashow ausgeben und dann einfach hier durch meine Slideshow durchgehen und das Dokument sofort zeigen. Dankeschön für die Demo, auf jeden Fall, war sehr interessant. Jetzt kommt eine Frage zu Universal Binary. Wie viel Aufwand war das zum Umsetzen zu Universal Binary und ja, um wie läuft's bei die Intermax? Also das Rectem, was wir jetzt hier sehen, ja. Das ist das Rectem 6, das ist unsere neueste Version und die läuft gerade auf einem 17 Zoll iMac mit einem Intel Duo Core Prozessor unter Rosetta. Rectem ist nicht Universal Binary. Okay. Rosetta läuft so extrem gut und Rectem läuft so sauber auf Rosetta, dass sie die Zeit, bis wir ein Universal Binary rausgebracht haben, überhaupt nicht vermissen werden. Ich habe festgestellt, Sie sind nicht mehr im Bild. Ist nicht schlimm. Ja. Und welche Feedback haben Sie hier von den User zurückgekriegt, die drei Tage? Wir haben
sehr viele Leute eingeladen auf die Messe und haben ein paar, naja, sehr wichtige Sachen kennengelernt. Das erste ist, Rektime ist eigentlich ein Programm, das ein bisschen polarisiert. Es gibt Leute, die es mögen, es gibt Leute, die es nicht mögen. Von den Leuten, die es hier gesehen haben, mögen es alle. Das war eine sehr positive Sache für uns, weil, naja, Softwareentwickler sitzen halt eben zu Hause vor einem kleinen Computer und schreiben und kriegen nicht so viel mit von den Sachen, die draußen passieren. Das zweite ist, wir haben eine unglaubliche Menge an Vorbestellungen für ein Produkt, das noch gar nicht fertig ist, und sehen das als sehr, sehr großen Erfolg an und freuen uns sehr darauf, wenn wir das jetzt zum Ende des Monats ausliefern können, um dann die nächste Version anzugehen. Dankeschön auf jeden Fall für die Information und wir sehen uns auf eine nächste Messe irgendwann. Ich hoffe schon. Vielleicht in Paris? Oh, bei der Apple Expo, ja, sind wir schon. Ja, Sie hatten damals uns da sozusagen entdeckt. Wir haben Sie entdeckt, genau. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns da wiedersehen können. Ja, okay, dann bis Apple Paris. Bis Paris. Tschüss. Tschüss. Wir machen Schluss hier mit der Mac Expo dieses Jahr. Es wird in ungefähr, ja, ich wollte so machen, ich habe aber nie ein Uhr. Das ist voll bescheuert, genau. In 20 Minuten ist es fertig. Das ist, ja, das war nicht so schlecht, oder? War ziemlich gut. Ich bin relativ angestrengt, heißer. Kann kaum mehr reden. Ich wollte gerade sagen, Marc, Leiter von die Mac IG, dieses Jahr nicht im Interview, weil er keine Stimme hat. Irgendwann kommt das. Und ansonsten, Joachim auch, ist hier auch für Mac IG neue Anmeldung. Ja, es war wunderbar. Also wir hatten mehrere neue Anmeldungen. Bei mir zu Hause ist E-Mail ist fast vollgelaufen. Also ich kann wirklich nicht meckern. Ist alles wunderbar gewesen. Zusammenfassung von hier, von dieser Mac Expo, was kann man sich erinnern? Was wird man sich erinnern in 10 Jahren von der Mac Expo 2006? Das ist natürlich schwer zu sagen, weil es gab hier wirklich sehr viele neue Sachen. Quark hat die Sache neu vorgestellt in ihrer 7er Version. Rectime kam in Version 6 raus. Das sind so die, glaube ich, Meilensteine, die jetzt hier auf der Messe gewesen sind. Pomcast auf dem Mac-IG-Stand, oder? Ah ja, genau, Pomcast. Ja, einziger Podcast, kostenlose Podcaster, muss man dazu sagen. Weil ich habe gehört, es gibt Podcasts, wo man bezahlen muss, weil die Mac-IG ist. Ansonsten, ich würde sagen, wir sehen uns auf der Mac-Ad-Camp. Seid ihr bei der Mac-Ad-Camp? Bist du nicht. Ah, du unverschämt. Du bist aber. Ja, na klar, wir sind so auf jeden Fall am Mac-Ad-Camp am 27. Genau. Und warum bist du da nicht? Ich habe einen kleinen Sohn. Ah ja, ich habe eine kleine Tochter, die nehme ich mit. Okay, dann bis irgendwann und tschüss.